Ja, wie es da schon steht, kommen wir jetzt zur Zukunft der Identifizierung. Dazu haben wir Mario Henn, Experte bei TÜV Informationstechnik, eingeladen und er wird gleich erläutern, was sich hinter der Identifizierungsmethode Auto-Ident verbirgt. Hier ein kurzer Hinweis, falls Sie Fragen haben, können Sie diese natürlich gerne immer stellen und damit gebe ich gerne an Sie weiter, Herrn Henn, die Bühne gehört Ihnen. Super, vielen Dank. Erstmal danke für die Anmoderation und hallo zusammen. Vielleicht erstmal kurz zu meiner Person, damit Sie überhaupt wissen, wie ich auf die Idee komme, Ihnen etwas über Autoident heute zu erzählen. Mein Name ist Mario Henn. Ich arbeite bei der TÜV IT seit Anfang 2019, habe als Auditor angefangen, bin jetzt aber seit Anfang des Jahres als Account Manager zuständig. Und habe vorher als Informationssicherheitsbeauftragter gearbeitet, als Systemadministrator. Und heute soll es um Autoident gehen. Die Frage, die Zukunft, ist das die Zukunft der Identifizierung? Die kann man, glaube ich, nicht schlussendlich beantworten, aber ich werde Ihnen das Handwerkszeug an die Hand geben, damit Sie es selber für sich beantworten können. Und ich werde Ihnen nachher auch nochmal meine persönliche Meinung dazu sagen. Dafür habe ich mir die folgende Agenda überlegt. Erstmal, es ist immer sehr schwer, ein breites Publikum abzuholen. Der eine kommt aus dem juristischen Bereich, der eine aus dem technischen. Deswegen möchte ich erstmal mit einer kurzen Hinführung nochmal zum Thema starten, auch wenn es eine Fachveranstaltung ist. Erstmal die Rechtsgrundlage, klar, die eIDAS, aber wo finde ich überhaupt etwas zu identifizieren? Ich weiß nicht, bis wo man gehört hat, angesichts der Zeit überspringe ich jetzt einfach mal die Agenda. Sie werden sehen, was kommt. Vielleicht eingangs erstmal zur Identifizierung allgemein, die Rechtsgrundlage, was das ist. Ich hatte vorhin erzählt, ich wusste nicht, bis wo man mich noch gehört hat, dass ich erstmal ein bisschen ins Thema einführe, weil die Frage ist, wen hat man vor sich bei so einer großen Gruppe? Deswegen ganz kurz, die Identifizierung ist quasi das Element für die, ist ein Element des Zertifikatsantrages, ist also ein Modul beziehungsweise eine Komponente. Und das Ganze ermöglicht halt die Verbindung zwischen den digitalen Zertifikaten oder dem digitalen Zertifikat und dem Zertifikatsinhaber und bildet somit die Vertrauensgrundlage. Das Ganze ist verschriftlicht in der eIDAS in Artikel 8, um genau zu sein, und in Artikel 24. Ansonsten Identifizierungsmethoden ist, glaube ich, bekannt. Einmal Face-to-Face. Typisches Beispiel ist Postident, was viele Jahre lang eigentlich üblich war. Ansonsten gibt es noch die elektronischen Identifizierungsmittel. Da ist das beste Beispiel die eID-Karte beziehungsweise der Personalausweis. Der hatte, glaube ich, dieses Jahr 10-jährigen Geburtstag. Ansonsten noch Zertifikat über eine bestehende qualifizierte elektronische Signatur zu beantragen. Da muss die Identifizierung aber entweder vorher über die persönliche Anwesenheit beziehungsweise elektronische Identifizierungsmittel geschehen sein. Und da, wo wir uns jetzt bewegen im Autoident-Bereich, da bewegen wir uns bei den sonstigen Identifizierungsmethoden, bedeutet, dass dort beispielsweise Videoident ist schon länger anerkannt und jetzt auch das Autoident. Dafür ist wichtig vielleicht zu erwähnen, dass das Ganze auf nationaler Ebene stattfindet, bedeutet, dass das eine politische Entscheidung der einzelnen Mitgliedstaaten ist und kann sich zwischen den Mitgliedstaaten unterscheiden. Beispielsweise kann in Skandinavien schon Autoident vorhanden sein und in Deutschland ist es noch nicht anerkannt. Wichtig dabei ist, bei den sonstigen Identifizierungsmethoden, dass das ein gleichwertiges Sicherheitsniveau zur persönlichen Anwesenheit hat. Dafür muss von einer Konformitätsbewertungsstelle eine Konformitätsbewertung durchgeführt werden. Ansonsten ist es erstmal nur eine juristische Definition, die aber natürlich eine technische Überprüfung erfordert. Sprich, ist die Frage, ob die innovative Technologien eingesetzt werden, gegebenenfalls dedizierte Prüfmethoden und natürlich auch die Angriffsszenarien, die in Frage kommen, berücksichtigt werden. Aktuell gibt es keinen Standard für die Autoident-Verfahren. Das Ganze ist aber in Arbeit. Ich glaube, es ist auch schon ein Draft draußen und wenn der Zeitplan noch aktuell ist, dann kommt, ich glaube, im nächsten Monat, glaube ich, ein Standard hierzu raus.
Dann haben wir noch die Frage mit der nationalen Anerkennung, wo die überhaupt definiert ist. Das ist einmal im Vertrauensdienstegesetz, um genau zu sein, im Absatz, im Paragraph 11 Absatz 3. Da ist dann unter anderem verwiesen, dass das über das Amt, die Verfügung über ein Amtsblatt preisgegeben werden muss und vorläufig immer für 2 Jahre beschränkt ist. Da haben wir einmal die 2 Blätter für Videoident und jetzt seit 1.4. für Autoident. Und weil das alles nicht reicht, verweisen die einzelnen Amtsblätter auch nochmal auf die ganzen ETSI-Normen. Da müssen natürlich nicht alle Anforderungen berücksichtigt werden, sondern nur die, die für die jeweilige Identifizierungsmethode wichtig sind. Ich gucke mal eben auf die Uhr, 5 Minuten habe ich noch. Autoident, die Frage, was ist überhaupt der Unterschied zwischen Videoident und Autoident? Das ist eigentlich relativ einfach. Stand jetzt, also State of the Art, ist es so, dass bei Videoident die Interaktion zwischen Kunden und Call Agent stattfindet. Das heißt, die Technik unterstützt nur den Agent selber. Bei Autoident ist es Stand jetzt so, dass es mehr eine Semi-Automation ist. Bedeutet, es findet zwar keine Interaktion zwischen dem Kunden und den Agenten selber statt, aber der Agent, der unterstützt oder überprüft im Nachgang die Technik, bedeutet, dass die Interaktion zwischen Kunden und der KI nur stattfindet und der Agent selber im Nachgang sich dann nochmal die ganzen Nachweise zu Gemüte zieht und guckt, ob da alles in Ordnung ist. Jetzt habe ich mit ziemlich vielen Bildern gearbeitet, jetzt wird es etwas testlastig. Bei den Anforderungen bezüglich Autoident, da habe ich die wichtigsten rausgewählt oder die für mich wichtigsten und die sind nicht vollständig. Das wird den Rahmen hier einfach sprengen und wie es bei neuen Standards beziehungsweise bei neuen Verfahren ist, gibt es natürlich immer Interpretationsspielraum. Deswegen ist das Ganze nicht in Stein gemeißelt. Das wird wahrscheinlich mit der Zeit sich etwas ändern, aber Stand jetzt ist es wahrscheinlich nicht oder wird es nicht in Stein gemeißelt sein. Für Rohdaten für die künstliche Intelligenz ist natürlich wichtig, dass die qualitativ hochwertig sind und korrekt sind und zusätzlich die Videostreams auch noch Ausnahmen enthalten bzw. berücksichtigen müssen. Bedeutet, dass die Lichtverhältnisse schlechter sind, also nicht, dass alles perfekt ist, sondern auch, dass gewisse Ausnahmen bzw. Grenzen ausgetestet werden. Dann gibt es noch den Robustheitstest. Die können von den Trust Service Providern bzw. Ident-Anbietern selbst durchgeführt werden. Da ist die Full Acceptance Rate interessant. Die darf nicht größer als 1 zu 33.000 sein. Und dann die falsche Abweisungsrate muss möglichst gering sein. Bedeutet, dass Falsch-Negativ-Tests möglichst gering sein müssen. Ansonsten noch Ident-Tests müssen unabhängig voneinander sein. Das heißt, ich kann jetzt nicht mit Testdaten, mit 80.000 Testdaten arbeiten, die alle Max Mustermann heißen und ansonsten auch alles identisch ist. Die Lichtverhältnisse, quasi Laborbedingungen funktionieren nicht. Ansonsten muss ich noch in 10% der Ident-Vorgänge die Umgebungsvariablen ändern und die Personalmerkmale. Umgebungsvariablen sind beispielsweise, wie schon gesagt, Lichtverhältnisse und Personenmerkmale ist beispielsweise, ich setze während des Idents eine Sonnenbrille auf oder setze sie ab. Ansonsten gibt es noch die Penetrationstests. Die müssen von einer akkreditierten Konformitätsbewertungsstelle durchgeführt werden. Das haben wir als TÜV-Informationstechnik auch schon im europäischen Ausland gemacht, weil da schon nationale Anerkennungen vorhanden sind und arbeiten jetzt auch schon mit Ident-Anbietern zusammen, um das Ganze hier weiter voranzutreiben. Da ist wichtig, dass physische Manipulationen und Manipulationen des Videostreams berücksichtigt werden, beispielsweise Deepfake, gefälschte Dokumente, Bilder überklebt, Masken. Und ansonsten gibt es noch Manipulationssicherheit, das heißt, dass die Daten auch manipulationssicher über den ganzen Lebenszyklus sein muss. Die Zuverlässigkeit muss natürlich gegeben sein von den Mitarbeitern, ist aber auch in der ETSI berücksichtigt. Background-Checks mit polizeilichem Führungszeugnis, ansonsten noch Schulungspläne. Mit Hinblick auf die EU gehe ich dann noch zu den Ausblicken. Wie gesagt, es gibt Stand jetzt noch keinen EU-weiten Standard. Da hat die ETSI aber eine Taskforce gegründet, die ist auch schon länger an dem Thema am Arbeiten. Und
Da soll Ende nächsten Monats oder im Laufe des nächsten Monats eine Policy rausgebracht werden, die diese Anforderungen berücksichtigt bezüglich eines Video-Identifizierungssystems bzw. Auto-Ident-Systems. Gut, das war jetzt ziemlich schnell einmal durchgeritten. Ich habe es aber geschafft. Ansonsten stehe ich für Fragen natürlich auch noch im Speakers-Bereich zur Verfügung und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.